Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 30 Minuten Fit am Nachmittag. Wir wollen heute unsere Arme trainieren, Bizeps und Trizeps und natürlich auch die Schultern. Mach immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Ich nutze 2 Kilo je Hand. Du kannst weniger oder mehr oder auch gar kein Gewicht nutzen, wie du willst. Du kannst es auch zwischendurch mal weglegen oder wechseln. Also, du sollst dich wohlfühlen. Wichtig ist nur, dass dein Handgelenk bitte in einer Linie mit deinem Unterarm bleiben kann und dass du immer ohne Schwung trainierst. Also, wenn wir die Hanteln heben oder das Gewicht, dann bitte nicht ganz tief schwingen, sondern immer so stoppen, dass du noch mit der Schwerkraft arbeiten musst. Aber zuerst wollen wir uns etwas aufwärmen und dazu richtest du dich auf. Aktivierst deine Körpermitte, die ist ganz wichtig, dass sie stabil ist, wenn wir hier oben arbeiten. Und natürlich das Brustbein anheben, die Schultern ganz sanft nach hinten unten ziehen. Ich mache uns so ein bisschen Musik an und du nimmst deine Hände schon mal zusammen und lässt deine Handgelenke sich locker bewegen. Genau, mit kleinen Bewegungen starten. Dann löst du nochmal auf, nimmst deine beiden Hände über Kopf und schiebst sie nach außen. Nochmal schließen, über Kopf und nach außen schieben. Und wenn du schiebst, schau mal, die Handgelenke so richtig umbiegen. Nochmal schließen, über Kopf und fest nach außen. Schließen, über Kopf und so richtig fest nach außen. Einmal noch. Schultergelenke, Schultergürtel. Jetzt bleibst du hier. Halte hier und versuch mal deine Unterarme zu kreisen. Ist komisch, oder? Oberarme bleiben auf einer Höhe. Kreis in die andere Richtung. Ganz locker wieder auflösen, die Arme fallen lassen und mal pendeln, rechts und links. Jetzt lass deinen Oberkörper etwas mitgehen, egal wo die Musik ist. Schwing deine Arme, dreh deinen Oberkörper, deine Brustwirbelsäule mit. Langsam zur Mitte einpendeln und deinen Oberkörper zur Seite drehen. Und jetzt nimm deine Beine mit. Schau mal, dreh die rechte Ferse, dreh die linke Ferse hoch. Oberkörper schwingt, Arme schwingen. Ganz schwer fallen lassen, ohne große Muskelkraft jetzt. Ferse anheben, Hüfte mitdrehen. Dann ganz langsam wieder kleiner werden, zur Mitte kommen, dich ausschütteln. Du kannst gleich hier bleiben, in der Grätsche. Ganz gerade Rücken, wenn du Gewichte aufhebst vom Boden. Also hol dir deine Hanteln oder Wasserflaschen oder Brasiers, was auch immer. Lass die Knie leicht gebeugt, aufgerichtet bleiben. Hände vor deinem Brustbein, Handflächen zum Körper. Und jetzt schiebst du einmal rechts, einmal links nach vorne, Mitte. Vorne, Mitte, genau. Nacken ist entspannt, das ist wichtig. Schultern sind ganz tief. Nacken locker und das Ganze ein bisschen schneller. Im Wechsel. Wenn es nicht mehr geht, Pause machen. Mach es nur für dich.
Denk dran. Handrücken zeigen zur Decke. Nochmal. Körper mit Spannung. Wird schon schwerer mit der Zeit. Hoffe ich doch. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und langsam wieder lösen. Ein bisschen nach vorne neigen, Schultern wieder zurückziehen und jetzt nimmst du die Handfläche zur Schulter und kommst wieder tief. Bizeps also hoch, kraftvoll von unten nach oben. Genau, richtig mit Spannung. Nochmal. Wieder Nacken entspannen, Schultern lösen. Geht noch? Geht noch ein bisschen, oder? Vier noch, 4, 3, noch 2, noch einen, stopp, bleibe hier, rechter Winkel, richte dich weiter auf und jetzt ziehst du die Arme hoch und tief, hoch, ab. Nochmal Schulter, natürlich, Bizeps. Ganz ohne Schwung, mit Kraft. Immer noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mach mal weiter. 2 noch. Einen Stopp, löse auf, lass kurz locker und mach einen Schritt rechts und links. Handflächen zum Körper, leicht gebeugte Ellbogen. Und jetzt ist wichtig, dass du immer ein bisschen aus der Spannung startest. Also bitte nicht die Arme vorne pendeln, sondern ganz leicht vom Körper weghalten. Und immer wenn du jetzt die Arme hochziehst und wieder tief lässt, dann machst du das mit Kraft. Stell dir mal vor, du hast einen riesengroßen Ball in den Händen. Das heißt, die Ellbogen sind ganz leicht gebeugt. Wenn du sie nach oben hebst, die Arme, Schultern. Nochmal. Wird schwerer, ich bin mir sicher. Nochmal ziehen. Vier, drei, zwei, einen und stehen, hüftschmal. Hier bleiben. Hüftschmal geöffnete Füße. Locker mal kurz aus deine Schultern. Und jetzt nimmst du den Oberkörper noch einmal nach vorne. Nimmst die Oberarme in die Waagrechte, wenn es geht. Und strecke, beuge deine Arme. Welcher Muskel? Trizeps, genau.
Bauch ist fest. Nur die Unterarme nach hinten wegstrecken. Wenn es nicht mehr geht, Pausen machen, alles gut. Immer noch. Letzten vier noch. Vier. Drei. Zwei. Und kurz lösen. Hoch auslockern. Schultern lockern. Stehen, beide Hände schließen. Nach oben, Ellbogen an die Ohren. Und jetzt strecken und beugen. Versuch in der Mitte wirklich gut stabil zu sein. Zweite Runde. Wenn es dir zu viel wird, Pausen einlegen. Alles ist richtig. Nochmal, lass die Knie durchlässig, ist wichtig. Dann stehst du muskulär. Gleich nochmal. Letzten zwei noch. Zwei. Und lösen. Gehen. Locker aus. Und jetzt machst du einen Schritt nach rechts und links. Schultern locker. Wirklich jetzt nutzen, um dich zu entspannen. Dann kommt unsere zweite Runde. Weißt du noch die Übungen? Okay, bleib in einer Grätsche stehen, Knie nach außen, Bauch gespannt, Schultern zurück, Hände, Handrücken zu mir, genau, und jetzt bockst du rechts und links, gleich ein bisschen Tempo. Boxen, boxen. Merkst du, wie da dein Bauch mit muss? Bauch- und Rückenmuskulatur. Genau. Entspann deinen Nacken. Nochmal. Geht noch. Die letzten acht noch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und lösen. Oberkörper, kleines Stück nach vorne. Schultern zurück, Handflächen zum Körper oder zueinander und vorne aufdrehen. Hier hoch und ab. Genau, einmal Handflächen zum Körper und wieder lösen. Nochmal, mach weiter, ich mache nur ein bisschen leiser. Und hoch und ab. Hoch, Bizeps. Immer kraftvoll. Es wird schwerer. Acht noch. Acht. Sieben. Sechs. Kannst du es auch langsamer machen. Vier. Drei. Zwei. Stopp. Bleibe hier. Aufrichten. Hoch. Ab. Puh.
ganz aufgerichtet. Immer nach hoch. Gesicht entspannen, weiter atmen, nicht die Luft anhalten, bitte. Das sind für dich die allerletzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Schritt. Super. Wieder dran denken. Einen riesigen Ball umarmen. Schritt rechts und links und jetzt gehen die Arme hier hoch und nicht ganz bis zum Körper. Nochmal. Ja, da werden die Arme schwerer. Aber die schaffen wir noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und locker. Hüftschmal stehen, Knie beugen. Oberkörper nach vorne. Lass deine Arme hängen, zieh dann die Ellbogen hoch und jetzt beugen wir nacheinander. Schau mal, einmal rechts, einmal links. Genau. Merk, wenn du nacheinander streckst, wie auch viel mehr Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur dabei sind. Wenn wir so einzeln die Bewegung machen. Oberarm noch mal höher. Handgelenk stabil. Wird schon schwerer bei dir auch. Schaffen wir noch 8? Zusammen noch 8. Komm. 7. Wie viel? Genau, 4 nur noch. 4, 3, 2, 1 und aufrichten. Hände schließen. Ellbogen an den Kopf. Ruhig nochmal lockern zwischendurch. Außer du bist bereit, dann beugen, strecken. Kraftvoll, wenn du ohne Gewichte machst. Nochmal tief hoch. Denk an deine Bauchspannung. Denk an die durchlässigen Knie. Sieben, sechs, fünf, vier. Wie schaut's aus mit einer Runde dann noch? Alles von vorne? Natürlich. Und lösen. Oh, einmal kurz einen Schritt. Nutz jetzt die Bewegung, um deinen Schultergürtel auszulockern, deine Arme auszulockern. Eine allerletzte Runde noch. Lockern. Weißt du noch alle Übungen? Mit Boxen haben wir gestartet, sind wir gestartet. Okay, dann stell dich auf. Grätsche, Bauch fest, Handflächen zu dir und los geht's. Nach vorne.
letztes Mal versprochen. Mach weiter, ich komme zu dir. Immer wichtig, wenn du merkst, du verspannst dich im Nacken, mach Pause. Liegt meistens daran, dass die Arme, Schultern schwächer werden und wir dann die Schultern Richtung Ohr ziehen. Also bewusst runter. Immer nach. Und jetzt mal nicht mehr auf die Musik hören, einen Endspurt. Schnell. Kannst auch doppeltes Tempo machen, ja. Schneller. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Schultern zurück, Oberkörper ein Stück vor. Lass deine Ellbogen fixiert. Und jetzt gehst du einzeln. Einmal rechts, einmal links. Hoch und ab. Und vielleicht kannst du das Ganze auch schneller. Ab, ab. Genau, hoch, hoch. Und immer Handfläche zum Körper. Nochmal. Lass die Ellbogen fixiert. Acht, sieben, sechs, fünf. 4, 3, 2, 1 halten, rechter Winkel, aufrichten, hoch, ab. Vorderer Anteil Schultern, Bizeps. Mach nur weiter. Immer noch. Letzten. 8. Ab jetzt noch. 8, 7, 6. 5, 4 und 1 Schritt locker. Lass locker. Bauch ist fest, du weißt noch, was kommt. Mittlerer Anteil deiner Schultermuskulatur, der Delta-Muskulatur. Starte jetzt mal im rechten Winkel. Und versuch jetzt die Ellbogen gebeugt hoch und tief zu nehmen. Auch nicht ganz runter, ne? Immer so kurz vor dem Körper halten. Noch schönere Schultern, nur für dich. Man merkt auch einen Seitenunterschied, oder? Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
und lockern. Oh. Hüftbreit stehen, lass kurz locker. Nimm den Oberkörper nach vorne, Spannung im Bauch. Ellbogen nach oben, Schultern zurück und jetzt wieder im Wechsel. Rechts und links strecken, beugen. Vielleicht magst du die Fersen ganz leicht vom Boden abheben. Versuch mal zusätzlich deine Körpermitte zu trainieren. Es kann auch mit den Fersen am Boden sein. Nochmal im Wechsel. Und wenn du wackelst, dann weißt du, dass du trainierst. Endspurt, versprochen. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und jetzt als Endspurt beide Arme nochmal gleichzeitig. Rück, beugen. Wackelst du auch hoffentlich? Das sind die allerletzten 8 hier unten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 locker. Locker lassen, aufrichten, Hände schließen, schon mal hierher. Und jetzt kannst du noch versuchen, ein Bein anzuheben. Muss nicht, kannst auch auf beiden Füßen stehen. Hoch, Ellbogen an den Körper, bereit, beugen, strecken. Und wechseln, anderes Bein. Nochmal. Acht noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Vorsichtig Handelgewichte ablegen. Einen Schritt. Oh. Also ich spüre meine Arme. Richtig locker. Jetzt kannst du auch noch mal locker schwingen. Hin und her. Wie fühlt sich's jetzt an? Im Vergleich zu vorher. Schwerere Arme. Ganz langsam zur Mitte einpendeln. Auslockern, pendel dich wirklich zur Mitte. Schüttel dich aus. Locker die Arme, locker die Schultern. Bleib stehen. Nimm deinen rechten Arm auf die linke Schulter und zieh mit links zurück. Ganz wichtig ist, tief halten die Schulter. Sehr fleißig, wirklich. Die Arme trainiert man nicht so oft, oder? Wieder lösen, den Arm nach oben zwischen deine Schulterblätter und zieh mit links jetzt die Hand zwischen den Schulterblättern tief. Der Trizeps. Morgen heißt es Rückentraining, wenn du Lust hast. Wieder lösen, andere Hand. Zurück, Schultern tief. Lösen, nach oben, mit der Hand tief ziehen,
Vielleicht merkst du so ein bisschen deine Arme morgen oder übermorgen. Kann sein. Jetzt dreh die Daumen nach innen, ein Stück zurück, Füße etwas enger. Bizeps richtig reindrehen, Schultern zurück. Wenn du Lust hast, schau auf meinen Kanal, da gibt es noch viele Challenges. Oder da oben bei dem Infopunkt, rechts oben findest du die ganze Playlist von dieser Nachmittagschallenge. Wieder lösen, lockern, einatmen, lang werden, ausatmen, lockern. Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit unterstützen. Mach nur weiter. Mit 2,50 Euro monatlich oder 5 Euro, was auch immer du möchtest. Unter dem Video in der Beschreibung steht Steady, deine Unterstützung. Du kannst es jederzeit verändern. Bleib mal hier, man ist da nicht gebunden. Also vielen, vielen Dank. Oder abonniere meinen Kanal, kostenfrei, kannst du auch tun. Öffne deine Arme, Schultern zurück. Nochmal einatmen und ausatmen. Locker, super. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wie schon erwähnt, schau einfach mal auf meinen Kanal. Da findest du dich bestimmt noch besser zurecht und findest ganz bestimmt dein Thema. Du kannst auch in die Suchzeile von YouTube zum Beispiel Gabi Fastner Arme eingeben, wenn du so gerne die Arme trainierst. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Workout wiedersehen. Bis dann!